Jo Leute, da sind wir wieder zu einem neuen Video. Diesmal geht es um den S55, diesen Burschen hier. In dem Fall stammt er jetzt aus einem M4. Was ist jetzt das Problem an diesem Teil? Das sage ich euch. Prinzipiell läuft der Motor auch ganz gut. Der hat ein ganz leichtes Klackergeräusch. Und dann waren wir uns im Endeffekt jetzt nicht sicher, kam das Klappern jetzt aus dem Ventilbereich oder nicht. Dann haben wir schon mal den Ventildeckel abgebaut, hatten da schon mal reingeschaut und haben da nichts festgestellt. Haben wieder zusammengebaut, Klappern immer noch da. Dann sind wir natürlich mal auf die glorreiche Idee gekommen, was wir hätten auch schon vorher machen können. Wir haben einfach mal den Ölfilter aufgeschraubt und haben da im Endeffekt gesehen, dass da Späne drin sind. Ich habe den jetzt wieder zugemacht. Ich mache den jetzt mal eben auf. Läuft jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Öl aus. So. Hier kann man auf jeden Fall... Machen wir so am besten, leuchte mal da rein. Ganz da hinten in der Ecke. Kann man das sehen? Ja, auf jeden Fall sind da hinten jetzt Späne. Hier an dem Filter kann man es jetzt. Ah, da ist es. Da ist der Filter voll. Kann man das sehen? Da sind auf jeden Fall Späne drin. Ja, also wie ihr schon seht, vielleicht jetzt nicht so ganz so gut, aber hier sind auf jeden Fall überall Kupferspäne drin. Auf diese Idee hätten wir natürlich mal vorher kommen können. Aber warum sind wir natürlich nicht vorher auf die Idee gekommen? Das kommt jetzt. Und zwar hat dieser Motor gerade 28.000 Kilometer gelaufen. Das heißt, wer kommt auf die Idee, dass das Ding Pleuellagerschaden hat? Wir natürlich nicht, der Kunde nicht. Und selbst BMW, wo das Fahrzeug war, ist auch nicht auf die Idee gekommen. Die haben gesagt, es gibt einen Schaden am Ventiltrieb. Also es hört sich an wie eine gebrochene Feder von der Valvetronic, also von der Exzenterwelle, dass da irgendwo was gebrochen wird. Das war denen ihre Diagnose. Oder Schlepphebel gebrochen, also eins von beiden. Daraufhin haben wir halt, wie gesagt, den Deckel abgebaut gehabt. Wie gesagt, deswegen haben wir auch halt nicht den Filter abgebaut. Ja, das Klackern war natürlich dann, wie schon gesagt, dann immer noch da. Ich hatte so ein ähnliches Geräusch mal bei einem V8 M5, bei diesen V8 Biturbo-Motoren. Und da ist immer die Kolbenwange gegen den Block geschlagen, weil das Pleuel verbogen war. Und das hat sich fast so ähnlich angehört. Und dann hatte ich schon irgendwie so eine dumme Vermutung. Und dann habe ich aber gesagt, komm, wie gesagt, wir machen mal den Filter drauf. Und dann, wie gesagt, sehe ich da die Späne. Am Ende des Tages haben wir jetzt mit dem Kunden jetzt natürlich gesprochen. Der will das natürlich klar repariert haben. Der Motor ist jetzt schon ausgebaut, wie ihr seht. Auf jeden Fall zerlegen wir jetzt den Motor. Dann nehme ich euch wieder mal mit, weil S55 ist ja auch wieder mal so eine Geschichte, die auch auf jeden Fall ganz interessant werden kann. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen das Zerlegen jetzt des Motors von den Anbauteilen und so machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Dann, wie gesagt, machen wir erstmal Ventildeckel ab und dann erzähle ich nochmal kurz was zu. Und dann zerlege ich das Ding mal weiter und dann schauen wir uns am Ende des Tages mal an, wie groß ist der Schaden wirklich. Ist er reparabel? Ist sehr viel kaputt? Kann man das Ding noch retten oder wie auch immer? Aber ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ansonsten andere Kurbelwelle oder wie auch immer. Mal gucken, ob hoffentlich der Block nicht kaputt ist. Pleuel haben wir noch da, also das wäre alles jetzt im Endeffekt kein Problem. Ja, also wie gesagt, lange dummes Zeug geredet. Weiter geht's, bis später.
So, wie ihr gesehen habt, haben wir den Ventildeckel und die Anbord, also Anbordteile und Ventildeckel jetzt schon mal abgebaut. Also BMW hat jetzt die Diagnose gehabt, dass einer von diesen Federn wohl gebrochen sein sollte damals. Oder einer von diesen Schlepphebeln oder einfach einer von den Rollenschlepphebeln. Wie ich ja von vorhin schon angedeutet, hatten wir den Deckel ja schon runter, hatten die ganzen Nockenwellen auch alle schon ausgebaut, haben die ganzen Hydrostößel und Rollenschlepphebel schon einmal neu gemacht. Diese Schlepphebel haben wir jetzt nicht neu gemacht, weil die sahen alle in Ordnung aus und die Federn auch nicht. Aber, wie gesagt, da die Diagnose ja war, Rollenschlepphebel oder wie auch immer, defekt oder was auch immer, haben wir das einfach mal auf Verdacht getauscht. Aber jetzt wissen wir ja, an was es gelegen hat. So, jetzt baue ich das auseinander. Das macht man prinzipiell, gibt es hier ein Spezialwerkzeug für. Das ist wie so eine Kralle, die kann die Feder dann hier spannen. Und dann wird das so eingerastet und dann kann man auch die Schrauben lösen. Ich mache das aber jetzt hier mit meinem angespitzten Schraubendreher. Entspanne ich die Federn vorsichtig. Die drücken dann hier quasi gleich gegen die Nockenwelle. Und dann kann ich die Schrauben alle lösen. Für den Ausbau geht das. Für den Einbau müssen wir dann später tatsächlich diese Zange haben. Und dann, wie gesagt, mache ich jetzt erstmal die Kopf- oder Nockenwellen-Demontage. Und dann nehme ich den Zylinderkopf noch runter. Und wie gesagt, da es sich ja anscheinend um einen Lagerschaden handelt, müssen wir ja quasi den Block noch auseinanderbauen. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich mal weiter und dann sehen wir uns gleich, bis wir unten an der Kurbelwelle angekommen sind. So, Kopf ist runter, Ölwanne ist auch ab und siehe da, Zylinder Nummer 2 hat ein wenig ausgefranst am Lager, würde ich mal sagen. Kriegt man das auf die Kamera drauf? Da ist das Lager weg. Heißt, wir werden das jetzt gleich mal ausbauen hier alles noch und dann werden wir uns mal den Zapfen anschauen. Also ich denke mal, das Pleuel ist hinüber.
Den Lagerzapfen müssen wir mal gucken, ob wir den noch wieder hinkriegen. Ansonsten kriegt er eine andere Gruppewelle. Aber viel Späne, also jetzt extrem viel Späne habe ich jetzt nicht gefunden. Wahrscheinlich hat sich hier nur dieses Lager irgendwie gedreht oder was auch immer passiert ist. Keine Ahnung. Wir zerlegen es mal und dann gucken wir weiter. Bis gleich. Bin ich wieder. Hallo. Komm hierher. Lagerschaden, ja, wie gerade eben schon gesehen, am zweiten Zylinder. Aber nur der eine. Die anderen, die sehen irgendwie alle noch richtig gut aus. Warum das jetzt hier passiert ist, kann ich jetzt in diesem Moment noch nicht sagen. Ich gehe jetzt einfach mal von einem Materialfehler aus. Hier oben sind die Lager. Ich habe sie einfach mal hier auf meine Kiste geschmissen. Also das sitzt ja so auf der Stelle und das hat sich auf jeden Fall immer wieder gedreht, Material hier weggenommen und dann ist das natürlich hier dünner geworden und ist natürlich auch ausgefranst. Die anderen Lager sehen jetzt auch nicht so schön aus, würde ich jetzt mal sagen. Also hier ist irgendwo ist auf jeden Fall Dreck drin gewesen und ich glaube, das ist das Problem, dass der eine abgeschmiert ist. Also der geht jetzt hier eigentlich noch. Aber die sind alle halt ein bisschen angekratzt. Riefenmäßig kann man jetzt im Handschuh nicht fühlen. Hatte ich gerade schon mal ein bisschen geschaut. Dann lass uns noch mal kurz den Block angucken. Oder beziehungsweise haben wir hier auf jeden Fall auch den Kolben. Der eine, die sind jetzt hier, die sehen auch an der Beschichtung auch schon ein bisschen lidiert aus. Also das sind alles Dreckspuren. Da muss auf jeden Fall Dreck im Öl gewesen sein, dass die so aussehen. Und wo ist der kaputte? Da, hier ist noch richtig Material drauf. Also das ist hier auf jeden Fall zerstört, das Bläuel. Ist auch richtig heiß geworden, deswegen ist das auch hier so dunkel. Und hier auch. Also das ist alles Dreck, Dreck, Dreck. Hier auch Dreck, Dreck. So kann man das nicht wieder verbauen. Also da müssen auf jeden Fall andere Kolben auch rein. Jetzt gucken wir uns den Block noch mal eben kurz an. Also hier sieht die Lagergasse auf jeden Fall gut aus. Das kann man jetzt hier nicht bemängeln. Schauen wir mal die Bohrung. Die Bohrung ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich würde sie jetzt wahrscheinlich auch noch mal nachholen und mal gucken. Also das muss auf jeden Fall auch in die Waschmaschine, dann kann man da auf jeden Fall besser sehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Dreck im Öl gewesen. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass die, dass diese Riefen oder diese feinen Kratzchen von den Lagerschaden jetzt von den Spänen von dem Lagerschaden kommen. Bringt ja alles nichts, heißt, wir müssen das Ding jetzt erstmal waschen. Die Kurbelwelle bringe ich zum Peter. Mal gucken, was der dazu sagt. Vielleicht kann man die noch retten, weil wie gesagt, Standardmaß. Vielleicht können wir die schleifen auf 0,25 oder 0,50 oder sowas. Müssen wir mal schauen, was er uns rät. Ja, dann war es das im Endeffekt jetzt erstmal mit der Demontage des S55
Und ich gucke jetzt mal, dass ich die Tage das alles besorgt kriege und alles hier geregelt kriege und dass wir das Ding schnellstmöglich wieder zusammenbauen können. So, dann war es das von meiner Seite und dann sage ich einfach mal bis später.